Eine besondere Spannung und Aufregung liegt über dem kleinen St. Birgitta-Kloster in Südschweden. Denn das ZDF und das Bonifatiuswerk sind angereist, um am Sonntag den Gottesdienst zu feiern und live nach Deutschland zu übertragen. 8 Nonnen aus 5 Ländern leben derzeit an dem Ort, an dem auch die heilige Birgitta begraben ist, und freuen sich über Pilger und Besucher in ihrem Gästehaus. Heimat und Aufbruch. Unter dieses Thema stellen Monsignore Georg Austen vom Bonifatiuswerk und der Stockholmer Generalvikar Pater Lung ihre Dialogpredigt.